Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 36 von Projekt Herkules auf dem Metin 2 Server Emerald. Henry ist der Name und wir sind nach wie vor dabei, uns einen Ninja auf Solo Hydra vorzubereiten. Und mittlerweile haben wir sogar schon 30 Sekunden Eis im Equipment zusammen. Aber das Titani muss immer noch auf plus 9 und weil ich es nicht erwarten konnte, habe ich einfach mal weitergeabt. Hier seht ihr die Ausschnitte, wo es überhaupt mal auf plus 7 geklappt hat. Und es hat so oft gefailt. Jetzt war es hier endlich mal plus 8, plus 9er Try, Fail. Dann ist es direkt wieder hochgegangen und es ist endlich plus 9. Der Wahnsinn mit dem Schild hatte ein Ende. Es hat so lange gedauert, Wahnsinn. Und damit haben wir wieder ein Equipment-Teil fertiggestellt. Und der Ninja nimmt langsam aber sicher Formen an. Unser Zodiac-Bogen muss nur noch in Anführungsstrichen geabt werden, aber 40 DSS 5 dB Niedrigrang ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Unsere Rüstung, die will ich erstmal so lassen für die ersten Versuche. 4 Sekunden Kraft des Eises, 8 Monster und ein bisschen TP, ein bisschen Angriffswert reicht mir auch für den Moment. Kommen wir später dazu noch. Und Helm, Drachenkapuze plus 9 mit 3 Sekunden Eis. Schwierig gerade was anderes zu finden, deswegen lassen wir das erstmal so, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Unsere Ohrringe, komplett fertig, müssen wir nicht mal anfassen, 5 Sekunden Kraft des Eises reicht vollkommen aus. Ebenso bei der Himmelstränenhalskette, 5 Sekunden Eis, 10 Crit, 1,5 KTP, lassen wir so, optimal. Himmelstränenarmband plus 8, zwar nur 4 Sekunden Eis nur, aber trotzdem 10 dB, 2 KTP, 10 TP Absorb, will ich so lassen, optimal. Dann unsere Schuhe, Feuerschuh plus 6, müssen wir vielleicht noch ein bisschen uppen, vielleicht sogar noch welche mit 10 Crit suchen statt 5 Crit in der Zukunft, aber auch hier für den Moment 7 Monster, 1,5 KTP, 5 Crit, 4 Sekunden Eis, will ich für den Moment erstmal so benutzen. Und als letztes dann das Schild natürlich mittlerweile, AGO, ja kein Dex, ich weiß, aber trotzdem 5 Sekunden Kraft des Eises und Abwehr gegen Ohnmacht ist alles, was ich mir hier für den Moment erstmal erträumen kann, vor allen Dingen, weil wir es selbst gemacht haben, das freut mich am allermeisten. Das Selbstappen hat sich hier übrigens, kleiner Nachtrag, nur gelohnt, weil wir hier 5 Sekunden Eis drin haben. Dadurch ist jetzt das Titani plus 9 jenseits der 100 Won wert. Wenn ihr ein blankes plus 9 haben wollt oder einfach nur mit 5 Crabs oder 7 Crab oder sowas, das hätte sich gar nicht gelohnt. Wir haben mindestens 30 Won für dieses Titani verabt, eher mehr. Und ja, Titanis plus 9 gehen manchmal, wenn man ein bisschen Geduld hat, bei unter 15 Won los. Wir haben ja schon welche für 11 Won geschossen, deswegen kauft lieber fertig. Aber in diesem speziellen Fall war es jetzt in Anführungsstrichen nur halb so teuer, selbst wenn wir da jetzt keine Ahnung wie viel Won in Abt-Materialien reingesteckt haben. Und kleiner Nachtrag noch von letzter Folge, mir ist aufgefallen, dass ich euch gar nicht gezeigt habe oder nochmal eine Übersicht gegeben habe von den Sachen, die wir verkauft haben. Insbesondere die Teile, die noch im EQ-Paket von Zahm dabei waren und jetzt an den Mann oder an die Frau gingen, die haben extrem nochmal reingeschlagen und Zahm hat nicht übertrieben, als er gesagt hat, GG für dieses EQ-Paket, was ich da mit ihm ausgehandelt habe, da hast du dick Plus gemacht. Denn ich habe ja den Gesamtpreis genommen, nochmal zur Erklärung, 125 Won haben wir bezahlt und immer wenn ich ein EQ-Paket nehme, dann überlege ich mir, okay, was sind die Sachen anteilig wert? Dann verteile ich den Kaufpreis auf die Sachen quasi als Einkaufpreis. Deswegen haben wir zum Beispiel bei dem Titani 15 Won, weil ich dachte, okay, von dem Anteil oder von dem Gesamtpreis sind das anteilig dann 15 Won. Von dem Helm zum Beispiel 10 und bei den Ebis 8. Und ja, dass es dann gerade bei dem Helm so massiv reinschlägt mit fast 48 Won Gewinn, das habe ich nicht erwartet. Aber deswegen haben wir jetzt nach knapp 3 Monaten einen ordentlichen Sprung nochmal gemacht und in nicht ganz 90 Tagen 440 Won Gewinn erhandelt. Aber wie gerade kurz angerissen, wir sind jetzt fast 3 Monate dabei, nur zu handeln mehr oder weniger und so langsam ist auch mal gut mit dem Thema. Gerade euer Feedback ist auch immer wieder mal, ist etwas eintönig und so weiter, verstehe ich. Es ist leider gerade notwendig angesichts der Situation, die wir uns hier selbst geschaffen haben, mit dem gepushten Sura und Lykana, die dann hier nicht beitragen sollen. Aber ich gebe euch jetzt noch ein paar Updates von 1, 2, 3 Items, die wir uns noch gekauft haben und dann wollen wir uns langsam mal mit dem Thema Duo Hydra beschäftigen. So, hier nach langer Zeit habe ich mal wieder das Glas ein bisschen bemüht und wir haben hier Titanis plus 9, die mittlerweile relativ teuer sind. Immer so bei 18 Won aufwärts. Hier eins mit 12 Int, hier eins mit AGO, 8 Dex, hier eins mit AGO, sonst Müll.
Okay, ich wurde gerade angepinkt von der Seite und der Kollege Slane hatte mich gefragt, ob ich einen Titani plus 8 günstig haben will. 5 Won ist günstiger als alles andere an Titanis plus 8. Nehmen wir einfach mal mit. Werden wir für 7 Won in den Shop stellen und hoffen, dass es weggeht. Hab's gekauft, danke dir. So, und dann wieder zurück zu unseren Titanis plus 9. Hier ist nämlich eins mit plus 9, AGO, 10 Teufel, 8 Dex. Ziemlich nice. Und 6.7. könnten wir sogar noch mit reinnehmen. Also versuchen, selbst reinzubauen und da auf einen Lucky Shot zu hoffen. Ich nehme es auf jeden Fall einfach mal mit. 15 Won finde ich okay. Und das werden wir einfach mal für 18 Won reinstellen und auch da hoffen, dass es mit Gewinn weggeht. Ah, okay, und der Kollege hat hier noch kurz geschrieben. Liebe Grüße an YouTube gehen raus, sind ausgerichtet. Ich sage vielen Dank dir. So Leute, ich weiß, wir haben einen Up-Auftrag, wir haben einen Content-Auftrag mit unserem eigenen Zodiac-Bogen. Der hat ja 40 DSS 5 dB, ist bisher leider immer noch plus 5, aber ich möchte das Thema Duo-Hydra jetzt mal so langsam ins Rollen kriegen. Und deswegen habe ich mal immer wieder nach Bögen geschaut. Habe jetzt zwar gerade bei ja, plus 9ern nichts wirklich Interessantes gefunden, aber hier ist ein Zodiac-Bogen plus 8 und den finde ich wirklich sehr interessant. Habe auch mal den Shop gesucht und wir haben hier einen Zodiac-Bogen plus 8 mit 33 DSS, 10 dB, 3 Crit, ohne 7. Bonus und der 6. ist bisher leider nur stark gegen Tiere. Aber was vor allen Dingen interessant ist, das Ding hat Kraft des Eises Verzauberung schon drauf, Kraft des Eises plus 14% und ja, also wenn man die B-Cap erreicht, dann sind 33 DSS und 10 dB quasi 48 DSS. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern, wenn man sagt, unsere hat 40 DSS und 5 dB, das sind streng genommen 47,5, das heißt, der hier steht unsere nichts nach, hat aber schon Kraft des Eises drauf und plus 3, 14%. Ich glaube, dafür bräuchten wir einige Tries mit unseren Tapferkeitsmedaillen. Also, das ist schon echt nicht ohne. Und ich habe in der Tat auch gestern schon den Kollegen oder die Kollegin mal angehauen, war online aber leider AFK und da war der Bogen noch für 75 Won im Shop. Jetzt ist er einen Tag später für 70 Won im Shop und wir haben gerade noch 94 Won Rest. Hab noch jede Menge Up-Items rumfliegen, weil ich dachte, das mit dem Titanenschild dauert länger. Aber ich glaube, den nehmen wir uns mal mit. Denn selbst wenn der uns jetzt nicht so weiterhilft, ich glaube 70 Won ist für so einen Bogen jetzt auch kein verkehrter Preis, also damit kann man schon gut was anfangen. 70 Won, Zodiac Bogen plus 8, nochmal kurz Gegencheck, bevor man hier so eine Summe auf den Tisch legt. 33 DSS, 10 dB, 3 Crit. Gekauft. Und da ist das Ding. Ich würde mal sagen, das geben wir mal rüber auf Ninja. In Vorbereitung für den Stream heute Abend muss ich nochmal ein Update fahren für den Shop. Und zwar haben wir wieder 26,3 Won knapp im Shop und haben verkauft. Zuerst einmal wieder ein Titani plus 0 mit 7 Boni für 70 Millionen. Wieder ein bisschen Gewinn, auch wenn wir da ja erfolglos 6.7. bzw. keine guten reingekriegt haben. Dann haben wir unsere Smuggies plus, waren die plus 8 schon? Kurz in meine schlaue Liste schauen. Ja, die waren plus 8. Smuggies plus 8, 3 Sekunden Eis. Hatten wir für 16 Won gekauft. Und haben wir jetzt auch ehrlich gesagt für 16 Won wieder weiterverkauft. Ich hatte nämlich die lange für 18 Won drin. Lagen uns jetzt sehr lange auf der Tasche. Aber ich wollte sie wieder in bares Geld umwandeln. Deswegen plus minus 0. War ja eigentlich fürs Projekt gedacht. Aber wir haben ja längst 5 Sekunden Eisohrringe. Deswegen konnten wir die wieder weitergeben. Vielleicht kann sie jemand anders gut gebrauchen. Dann haben wir unser Silberarmband verkauft mit, was hatte es, ich habe es mir doch aufgeschrieben, da, 5 CP absorbt 10 Magie und 5 Halbmenschen. Das hatten wir für 2 Won geschossen, zusammen mit den Hornies, die hier noch sind. Da hat jemand einen günstigen Laden aufgelöst und das Silberarmband ging für 2 Won an uns und für 5 Won weiter, machen also 3 Won Gewinn daraus. Sehr, sehr schön. So, dann hatten wir, warte, das waren 16, das waren 5,
Genau, Titani. Und zu guter Letzt, ich habe jetzt dadurch, dass unser Titani mit 5 Sekunden Eis endlich auf plus 9 ist, habe ich angefangen, die Absachen, die ich noch hatte, wieder zu verhökern. Hatten dann hier jetzt noch 400 Segis, die hatte ich, glaube ich, für 2 Won pro 200 gekauft. Habe ich jetzt für 2,3 weiterverkauft, also auch da nochmal 60 Millionen Gewinn mitgenommen. Werde ich jetzt in die Liste nicht mit einbeziehen, aber wissen wir auf jeden Fall, dass das von uns kam. So, und das waren 26 und 28 Mille so um den Dreh. Geht an unsere Shami. Und damit haben wir jetzt, obwohl wir eben erst einen Bogen gekauft haben, Zodiac-Bogen plus 8 für 70 Won, haben wir jetzt wieder 50 Won in bar, ziemlich exakt sogar. Und dann schauen wir mal, was der Livestream heute Abend bringen wird. So, wir werden heute mit Hilfe vom guten Leon den Ninja endlich mal auf 120 bringen. Und dann würde ich gerne einmal endlich einen Hydra-Try machen. Im Duo natürlich, also wir werden es nicht alleine packen. Und bei der Gelegenheit, wenn wir dann Duo Hydra packen, ich denke mal, Leon hatte schon angeboten mitzukommen, der packt den ja fast schon solo, das heißt, das sollte kein Problem sein. Dann werden wir den ja auch heute feierlich auf das Champion Level 1 bringen. Noch überlegen, die ein bisschen zu drehen, weil die hat leider nur 500 TP und 30 AW. Und ich glaube, TP ist vor allen Dingen erstmal das Maß aller Dinge für diesen Level 119. Ja, TP könnte jetzt erstmal das Wichtigste sein für diesen kleinen Ninja. Was ist jetzt schon wieder los? Der nächste Raid, yo, was geht hier ab? Milano, vielen Dank dir für den Raid. Willkommen. Und arbeite jetzt nur noch 4 Tage die Woche, um mehr Zeit für Videos erstellen, schneiden. Oh yeah, Level 120. Nice. Ja, ich bin jetzt eine Teilzeit-Mutti. Um mehr Zeit für meine Selbstständigkeit zu haben. Das umfasst nicht nur YouTube und Twitch, aber auch. Wieso klappt's bei Leon? Eben hat jemand den Jackpot eingelöst, da ging's nicht. Freut mich sehr, dass dir das möglich ist. Sagen wir so. Ich werde es natürlich auf dem Gehaltscheck merken, ne? Also es gleicht sich nicht aus. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier mit YouTube und Twitch aktuell das gleiche verdiene wie 20% von meinem Job. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, in diesem Monat ein deutliches Minus. Aber ich will es einfach mal ausprobieren. Wie läuft es eigentlich mit FBs lesen, wenn man auf dem Champion-Level ist? Wir sind voll. Kugel ist voll. Oh, und es geht dann auch nicht weiter. Es ist dann bei Strich 25% Feierabend. So, also. Wollen wir plus 9er Tries auf unseren Zodiac-Bogen ziehen? Und dann einfach den nutzen? Weil dafür habe ich ihn ja eigentlich auch gekauft. Ich danke dir vielmals, mein Bester. 9er Tries lieben wir. Okay, dann brauche ich noch Mondsteine. Und Schatullen. Taken wie viel für ein Stack? So. Einfach mal einen Zodiac-Bogen auf 9 ziehen, würde ich sagen. 3, 2, 1. Mir wurde mal vorgeworfen, zu viel rumgemacht. Ah, schade. Okay, ich brauche noch einen Stack. Und das waren jetzt gerade einfach mal, also der magische Stein hat uns 4 Won gekostet, sind aber aktuell auch eher 4,5 wert. Plus Schatullen 1,65 und Mondstein 2,5. Das waren jetzt gerade einfach mal 4,5, 7, 8,5 Won. Down the drain. Schmied ist die Lösung? Niemals, diesen Bogen niemals. Das wäre auch zu schön gewesen. So, alle an Bord war es, ne? Hast du nicht irgendwo Niedrigrang mit Equipment? Ja, in dem Zodiac-Bogen, den wir aktuell nicht benutzen. Ach, hast du davon noch welche? Krass. Meine sind schon längst abgelaufen.
So, jetzt bin ich gespannt. Also 35 bis 37k, wenn ich das richtig gesehen habe, an der Amboss. Wie viel dB haben wir? 120%. Die Frage ist, ob man Duo laufen kann. Also ob sich das dann noch rentiert, wenn man so viel in Push investieren muss. Das ist ja crazy. So, jetzt bin ich gespannt. $30k max. Aber wir stehen gut, glaube ich. 24,8k Crit, ja, TP, ja, wir haben DGL drin, aber Jesus. Okay, so, das war jetzt 30k max. Jetzt wechseln wir das Pad. Hauen nochmal den Alastor rein. Ich glaube, der gibt uns auch nochmal mehr dB. Oh ja, es macht wirklich ein bisschen mehr aus. Wir haben 31, 32 gesehen, das haben wir vorher nicht gesehen. Okay. Minidal hilft dir auch noch. Ja, stimmt, ich glaube, Leon läuft damit auch rum. Was? Die liegt so locker? Ja, ja. Aber wie viel machst du? Ach krass, und unser Moppel hat mehr TP, ein bisschen mehr TP als die als unser Alastor. Also die Brut knallt aber nochmal Schaden raus am Ende. Okay, du bist wirklich bei 55, Wahnsinn. Okay. Also wir sind ohne Servermeilenstein bei 32k an der Hydra. Wahnsinn. Also doch noch einiges zu tun. So, trotzdem habe ich mir jetzt, glaube ich, verdient, Champion zu werden. Zack. Nice. Auch wenn ich in dem Moment jetzt in dem Livestream nicht wirklich voller Euphorie übergequollen bin, haben wir im Nachhinein betrachtet einen sehr, sehr großen Meilenstein geschafft. Wir haben es endlich mal geschafft, eine Duo-Hydra wegzuhauen. 30k ungefähr, ein bisschen mehr als 30k Crit an der Hydra in VWK ist, soweit ich das mitbekommen habe, mehr als 50% des benötigten Schadens. Das heißt, wenn wir uns einen gleichwertigen Partner suchen, dann werden wir auf jeden Fall jetzt hier mit der Duo Hydra eine neue Farmquelle erschlossen haben. Und ich glaube, gerade nach monatelangem Handeln, was jetzt nicht unbedingt so spannend ist zum Erzählen, ist es auch wirklich notwendig. Ich war ein bisschen, ja, ernüchtert davon, zu merken, wie viel Schaden uns wirklich noch fehlt, um überhaupt über Solo-Hydra nachzudenken. Aber rückwirkend betrachtet haben wir in den letzten 6 Monaten wirklich viel erreicht und Free-to-Play hier die Hydra endlich mal zu zweit bezwungen. Wir haben dann, wie ihr gerade gesehen habt, direkt noch einen zweiten Run hinterher gemacht, um noch die VWK und alle Buffs und so weiter, die da noch liefen, auf dem Ninja nutzen zu können und die nicht nur für einen Run gewastet zu haben. Und damit war dann der Stream erfolgreich beendet. Leider die beiden plus 900 Tries auf den Bogen fail, aber trotzdem
ein großer, großer Meilenstein und ein sehr wichtiger Schritt für unseren Ninja und unser Projekt. Und in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall unter Hochdruck und mit Vollgas weiter. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ebenso gilt wie immer, Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Alles, was ihr mich wissen lassen wollt, haut's gerne in die Kommentare, schreibt mir in-game oder schaut auch gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei. Was denkt ihr von unserem Progress, von unserem Fortschritt? Und ja, lasst da wirklich gerne mal eure Meinung hören. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören, was ihr davon haltet, wie weit wir jetzt gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!